Dieses EDC-Messer ist wirklich real slim. Ja. Und so heißt es auch von Real Steel, das Real Slim. Ein wahrer Zungenbrecher. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses Mal nicht outdoor im Waldurlaub, den habe ich nur hinter mir, sondern im Büro. Aber wir wollen ja über ein urbanes EDC-Messer sprechen und da passt das ganz gut. Dieses Teil habe ich seit über einem halben Jahr im Einsatz und bin davon absolut begeistert. Wenn du nur ein Messer suchst, also nicht ein Tool mit Schere, Zange und so weiter, sondern nur ein Messer, das schneiden soll, dann bist du mit diesem Teil ja wirklich gut bedient, denn es ist wirklich höllescharf, es ist extrem schlank, extrem leicht und das ist genial. Das Ganze kommt von Real Steel, hat VG10 Stahl. Schneiden wir gleich einmal rein. Ja, ich muss ein bisschen nachschärfen, merke ich schon. Ich habe es noch nie nachgeschärft, muss ich gleich dazu sagen. Und das werden wir gleich heute mal tun. Habe aber sehr viel, wirklich sehr, sehr viel, sehr viel damit geschnitten. Das ist etwas, was du im Hosensack hast. Ja. Es hätte zwar hier einen Clip mit dabei, ich hoffe, die Kamera schaltet bald scharf hier, da ist ein Clip mit dabei. Kein Deep Carry Clip, sondern ja, also im Clip steht ein bisschen raus das Teil, aber stört jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich. Wobei ich den Clip nicht im Einsatz gehabt habe, ich habe es einfach im Hosensack mitgeführt. Du spürst es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Gramm, billige Eigenwerbung. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, da kannst du das anschauen. Es ist wirklich fast überhaupt nichts. Ja. Der VG10-Stahl, wie wir ihn zum Beispiel von Fellniven F1, das ich ja auch sehr gerne mag, aber im Outdoor-Bereich, kann ich gleich dazu sagen, ein Stahl, der sich einerseits gut schärfen lässt, der auch lang schnitthaltig ist und das ist halt für mich einfach eine tolle, tolle Sache. Aber eigentlich ist es mir wurscht, ja. Ob der VG10 draufsteht oder was auch immer. Also ich ziehe das jetzt mit meinen Fellniven CC4 ein wenig ab und ich glaube eigentlich, ja, dass wenn du da immer ein bisschen, ich habe das in der letzten Zeit jetzt vernachlässigt, gibst du, wenn du dem Ganzen immer ein bisschen Pflege gibst mit dem hier, ja, dass du das immer wieder abziehst, dann passiert das, was ich jetzt gerade bei dem Papier dir gezeigt habe, definitiv nicht. Ich habe damit Paradeis sagt man in Österreich, also Tomaten geschnitten, ich habe damit Äpfel geschält, Pakete aufgemacht, ich weiß, ich mache extrem viele Pakete auf, auch ich esse manchmal in der Früh so eine Semmel, Buttersemmel mit Hemmendex. Und mit dem Semmel aufschneiden ist echt super. Ja, Semmel, Brötchen, ja, für die deutschen Zuschauer und Zuschauerinnen. Also so schaut das aus. Also insgesamt hast du mit dem Messer wirklich eine Freude, wenn du ein schlankes EDC suchst. Warum? Weil du dann einfach, das kann ich gleich dazu sagen, es wiegt nichts, es trägt nicht auf. Und ich finde auch, dass es vom Design her schön ausschaut. Leider nicht ganz 42A konform, aha, ja. Leider nicht ganz 42, das liegt nicht am Messer, sondern es liegt dann schon nicht am Nutzer. Nein, ich muss noch ein bisschen nachschärfen. Aber ich merke schon, dass es deutlich besser ist. Ja, also, es ist so, es ist nicht 42A konform leider, weil du eine Einhand-Öffnen-Mechanismus hast, kannst es aufmachen und das Ganze ist ein Frame-Lock, das heißt, es arretiert dann auch gleich hier und ja, das ist ganz einfach ein bisschen ein Thema. Du kannst kein Lanyard anbringen, was ich bei diesem Messer, bei diesem ja, Gentleman-Knife oder französischen Sackmesser-Stil ohnehin nicht für notwendig halte, aber das liegt ganz einfach daran, ob du das willst. Du kannst den Clip hier abmontieren, auch das für all jene, die vielleicht hörst du dazu, die diese Clips hassen, auch das ist möglich. Hier der Guard, ja, der hier eingebaut ist, ist ausreichend, also das muss jetzt nicht, weil das ja kein Bushcraft-Messer ist, mit dem ich irgendwas umhacke, sondern einfach ein bisschen was schneiden, ja? Brief öffnen oder sonst irgendetwas. Ja? Also das geht alles sehr, sehr gut. Das Chimping, das hier angebracht ist, also diese lustigen Rillen hier hinten, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, hoffe ich zumindest, sind jetzt auch nicht unangenehm, weil es für mich kein Outdoor-Schnitzmesser ist. Und ich meine, die sind schon, die merkt man, wenn man mit dem Daumen drüber reibt, also mein Diva-Daumen, aber das ist schon in Ordnung, das passt. Auch Feuerstahlbedienung wäre theoretisch möglich, aber ich sehe das Messer da eigentlich überhaupt nicht. Ich sehe es dabei gar nicht, weil es einfach ein anderes Anwendungsgebiet ist. Schön, diese blauen Einlagen hier, wie du hoffentlich gut erkennen kannst. Also ich mag das Messer wirklich sehr, sehr gern und möchte es nicht mehr missen. Das war's. Kennst du dieses Real Slim von Real Steel? Gib da unten den Link in meinen Shop, wenn du magst. Ja. Schau dir das ganz einfach an. Ein sehr, sehr nettes Messer. Schreib mal einen Kommentar, da würde ich mich freuen drüber. Daumen nach oben oder nach unten, ist auch ganz klar. Abo dalassen, da geht's zum Messer. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.